Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Dan Wilczek und heute geht es mal um das Thema Kernel-Update bei Ubuntu. Ich möchte meinen Kernel updaten auf die Version 5.10 oder höher. Das hat damit zu tun, ich möchte gerne eine AMD-Grafikkarte in mein System installieren. Und die AMD-Grafikkarte ist eine 6800er und die AMD-Treiber laufen erst ab Version 5.10 Kernel-Version. Und soweit ich weiß, ist jetzt auf der Version, das Ubuntu, das ich verwende, ist die 20.4-Version, die Version 5.8 als Kernel-Version laufend und damit ist es nicht kompatibel. Deswegen muss ich einen Kernel erstmal updaten und ich zeige euch in dem Video, wie das geht. Viel Spaß dabei. Allen Code findet ihr auch unten in der Infobox und wir starten erstmal im Terminal. Ich hoffe, ihr habt alle Updates installiert vom Betriebssystem, habt das System neu gestartet und wenn das soweit ist, neu gestartet, können wir loslegen. Das ist wichtig, dass ihr neu startet. Wenn ihr nämlich nicht neu startet, kann es sein, dass es manchmal zu Fehlern kommt. Tippen wir einfach mal Terminal ein. Ich habe hier gerade eben mehrere Tastaturen, deswegen ist das so, wie es ist. Der erste Befehl, den ihr eintippen müsst, ist dieser. Ich tue ihn euch unten in die Infobox rein. Dann müsst ihr vermutlich euer Passwort eingeben. Ich habe mich vorher verschrieben, statt PPA habe ich PAA geschrieben. Und das nächste, was ihr machen müsst, ist ein sudo update, also sudo apt-update. Da werden die Listen aktualisiert und als nächstes fügen wir die Software hinzu mit sudo apt-install und die Software heißt Mainline, die wir brauchen. Wir bestätigen mit Ja. Und das war es eigentlich schon fast. Die Software ist installiert. Wir machen einen Reboot. Eigentlich nicht notwendig, aber starten wir einfach mal an der Stelle neu. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Das Betriebssystem ist wieder gestartet. Tun wir an der Stelle mal das Mainline raussuchen. Wenn ich es nicht sehe, können wir es auch tippen. Main, Ubuntu Mainline, können wir uns an den Startmenü anheften und starten wir das Ganze. Jetzt lädt das ganze System alle Kernel-Versionen, die verfügbar sind. Wir warten ein bisschen, das dauert ein paar Minuten, je nachdem wie schnell eure Internetverbindung ist. Und wir können hier runter scrollen, wenn das Ganze geladen ist. Und wir sehen, es ist gerade eben die 5.8.048 installiert. Meine Erfahrung sagt mir, Update auf die 5.8.18 und dann auf die 5.9. Es kann auch sein, dass ich mich irre, dass man einfach auf die Version, die man möchte, updaten kann. Aber ich habe es einmal probiert, dabei hatte ich nicht neu gestartet und dann lief das System nicht mehr. Ja. In so einem Fall müsst ihr das einfach recovern. Soweit ich weiß, beim Windows-Start, also beim Linux-Start, die Shift-Taste gedrückt halten und dann könnt ihr auf eine andere Version wieder umswitchen. Aber um das zu vermeiden, empfehle ich euch, auf die 5.8.18 erstmal abzudaten. Installieren wir die einfach mal. Werde ich wahrscheinlich gleich nach dem Benutzer gefragt oder nach meinem Kennwort. Hoffentlich habe ich mich nicht vertippt. Ist nicht so ein komplexes Kennwort. Daraufhin werdet ihr nach einem Reboot gefragt, wenn das Ganze hier installiert ist. Das macht ihr jetzt so lange, bis ihr auf die Version 5.8.10 oder was auch immer seid. Close the Windows to exit. Closen wir mal. Und meine Erfahrung sagt mir eigentlich jetzt neu starten, ja. Und das machen wir auch an der Stelle, also das Betriebssystem rebooten. Ich könnte mir auch spaßeshalber mal, da das Betriebssystem gerade installiert ist, Moment, Terminal, auch hier links ein Terminal dranhängen, zu Favoriten hinzufügen. Schon mal blöd, wenn man hier hinten, weil dann kann man nämlich einfach den letzten Befehl kurz nach oben, Pfeil nach oben und nochmal ausführen. So, nach dem Reboot machen wir jetzt das gleiche nochmal. Wir gehen von der 5.8.18 auf die 5.9.0 über. Von der 5.9.0 gehen wir auf die höchste Version und dann gehe ich nochmal auf die auf die Version 5.10. Ja. Und so kann ich euch sagen, ist das System, also funktioniert das Update bei mir? Kann sein, dass es auch anders geht, wenn irgendwelche Freaks dabei sind, die sich besser auskennen, können es mich gerne belehren, ja. Aber ich hatte das Problem schon, dass wenn ich direkt auf die Version gegangen bin, auf die ich wollte, es zu Problemen kam. Und deswegen habe ich mir auch hier links das als Favoriten hinzugefügt, weil ich jetzt einfach hier kurz mal das wieder starten kann und damit arbeiten kann. So, jetzt gehen wir auf die 5.9 Version, die installieren wir uns einfach.
Da werde ich wahrscheinlich wieder nach einem Passwort gefragt. Ist zwar ein bisschen aufwendig, aber es funktioniert. Ihr könnt auch Ubuntu holen. Ich glaube, die Version 2.10 oder so. 2010 ist es, glaube ich. Moment. Die ist so, dass sie schon den Kernel, glaube ich, 5.10 installiert hat. Aber da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich installiere es jetzt einfach manuell nach und dann ist gut. Wieso macht man ein Kernel-Update? Das hat verschiedene Ursachen. Einerseits ist die Hardware-Kompatibilität mehr gegeben. Andererseits ist es so, dass ihr dadurch durch dieses Update auch Sicherheitslücken schließt. Und ihr seht gerade eben, ich habe das installiert. Jetzt muss ich das auch natürlich wieder neu starten. Machen wir einfach mal kurz einen Neustart. Und verschiedene andere Sachen werden behoben, zum Teil auch Fehler. Deswegen mache ich einfach dieses Update an der Stelle. Ja. Falls euch interessiert, wie ich es schaffe, den Bildschirm aufzunehmen, da ihr seht, ihr kriegt sogar den BIOS sozusagen Anzeige, was eigentlich nicht üblich ist, ich benutze einfach so ein USB-Aufnahmegerät mit HDMI in und HDMI out und jetzt warten wir einfach mal, bis Betriebssystem bootet. Bei dem sieht so aus, als ob es eingefroren ist. Vielleicht ist das natürlich Vorführeffekt, dürfen wir es gleich reparieren. Wird natürlich interessant, aber ich hoffe mal, es fährt gleich hoch. Einfach mal kurz resetten. Das hilft manchmal. Jetzt warten wir ein bisschen, bis das Betriebssystem startet. Ja, ist gestartet, also hat funktioniert. Ich weiß gar nicht wieso, kurz den Netzstecker ziehen, irgendwie ist eingefroren, keine Ahnung, was da los war. Ist ja auch egal. Wir sind auf der neueren Version und jetzt holen wir uns noch die Version, holen wir uns die nächste Version. Wir sind ja auf der Version 5.9 und jetzt gehe ich von der, ihr seht ja 5.9 Running, jetzt gehe ich auf die 5.9.16, die installiere ich mir. Auch wieder Passwort eingeben, also langsam wird es langweilig, ich glaube ihr wisst wie es funktioniert. So, ihr seht, wir sind Running Version 5.9 und jetzt kann ich auf die 5.10 updaten. Wieder das gleiche Spiel mit Passwort und ich glaube an der Stelle, wenn das Betriebssystem jetzt gleich gebootet ist und ich euch noch kurz zeige, dass es läuft, hoffe ich, das Video hilft den einen oder anderen. Lasst mir einen Daumen hoch da und ein Abo und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ja, ich bin Adam Wilczek, bis dann, ciao. Da sieht man, es läuft.